Halloli und herzlich willkommen bei Schmormaus TV. Ich zeige jetzt, wie ich eine ganz einfache Creme für Flammkuchen herstelle. Dafür benötigt man nicht viel. Ich nehme jetzt hier, das ist für zwei Flammkuchen nachher ausreichend, 300 Gramm Creme Fraiche. Das gebe ich hier in ein Schüsselchen rein. Dann kommt noch etwas Milch dazu. Da muss man dann nachher mal schauen, wie cremig das wird oder wie dünnflüssig es wird. Dann kommt etwas Salz dazu, ein wenig Pfeffer und wer mag, auch noch ein bisschen Muskat. Das Ganze wird jetzt alles schön durchgemischt. Bis es dann alles schön sich verbunden hat. Ja, das sollte nicht zu dünn sein. Das ist hier so, also gerade so die Grenze. Viel mehr Milch darf man da also wirklich nicht ranmachen. Ja, und das war es dann auch schon. So kann man diese Creme jetzt auf dem Flammkuchen geben. Ich wünsche viel Spaß bei der Zubereitung, einen guten Appetit und ein gutes Gelingen beim Flammkuchen. Tschüss!